Guten Abend, liebe Jazzfreunde. Sie wissen es ja schon, heute Abend live aus dem ZDF-Sendezentrum. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen ZDF-Jazzclub, zum ZDF-Jazzclub im neuen Jahr. Wir haben einige Überraschungen parat. Die erste haben Sie schon gehört. Das war Rudi Masacz mit seinen French Horns. Weitere Überraschungen sind vorbereitet, aber davon später mehr. Rudi Masacz und seine French Horns. Rudi, das French Horn ist ja gar nicht so ein einfaches Instrument, nicht? Nein, die meisten behaupten, es ist überhaupt das Einfachste, was es gibt. Ach, wie kommt das? Einfach, denn unsere Geschichte, die hat ja sehr lange Story. Die begann schon vor einigen tausend Jahren. Ach Gott, ja. Ist das schon ein French Horn? Nee. So lange dauert und lebt unsere French Horn Formation Big Band. Wie lange ist das? Vor einige tausend Jahren. Aber so alt sehen die Mitglieder noch gar nicht aus. Irgendwie. Also das ist ja schon wirklich ein sehr altes Instrument. Aber jetzt möchte ich nochmal zu diesem hier zurückkommen. Warum ist das denn so furchtbar schwer mit dem Ansatz? Ja, der Mundstück ist zu scharf. Also im Gegensatz zu Trompete und Posaune. Vor allem, es geht sehr schnell in die Lippe hinein. Dadurch wird dieser Kreislauf in der Lippe unterbrochen. Dadurch muss man ins Neue ständig wieder Ansatz wechseln, beziehungsweise die Lippendurchblutung neu von Anfang an zu gestalten. Aha, deswegen. Und warum heißt das Ding denn French Horn? Ich meine, was ist daran so französisch? Es waren Franzosen, die eben diese Horn-Stierhorn begannen nachzubilden, nachzubauen in Blech, in einfache Form, ohne diese Mechanik. Und die haben das für die Jagdsignale gebraucht und von Frankreich hat das eben den Siegesbogen gezogen nach Deutschland und nach Böhmen, wo ich auch stamme, wenn ich das sagen darf. Ja, man hört es auch ein bisschen, aber ich hätte es sonst auch noch erwähnt. Aus Prag, ne? Jawohl, ja, ja. Und aber eine Sache, die muss ich jetzt unbedingt noch wissen. Ich möchte gerne wissen, warum die Hand da immer in dem Trichter drin ist. Das sieht immer so aus, als wäre euch furchtbar kalt, aber das hat sicher einen anderen Grund, ne? Man hat dieses Horn so geblasen nach vorne, dann die Nachbildung genauso. Dieses einfach, denn Hornbläse zu dumm war,
begann sie einfach aus den einfachen Signalen durch Stopftechnik, das heißt die Hand wurde rein und raus, dadurch wurde der Ton tiefer oder höher, je nachdem, in der Naturreihe, wenn ich das so weit ausführen darf. Und dadurch blieb es eben bei dieser Haltung. Ah ja. Und jetzt muss ich noch ein Wort zu den Musikern sagen und der Musikerin natürlich. Wo kommen die denn alle her? Ist ja gar nicht so einfach, das Instrument ist so furchtbar schwer und so viele Hornisten und vor allen Dingen Hornistinnen gibt es da sicher nicht, ne? Ja, es gibt ja schon langsam einige, Nachwuchs. Stammen die alle aus Orchestern oder? Diese Hornisten sind klassisch ausgebildete Musiker sozusagen, weil ich darf es noch ganz kurz sagen, ich bedauere es, dass es nirgendwo in einem Institut die Möglichkeit gibt, eben das French Horn modern oder jazzig oder jazzmäßig zu erlernen. Leider auch nicht in Amerika.